Servus Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu Spin Tires Mod Runner. Ja, wir haben hier die erste LKW-Ladung abgeholt. Wir stehen hier ja wieder vor einer ersten Pfütze und ich würde sagen, wir starten mal den Motor, schalten Allrad ein, die Diff-Sperre ein und dann legen wir mal los hier. Dann schauen wir mal, ob wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Verfahren wir uns hier eh nicht im Schlamm. Oh, rüberreißen hier. Gehen wir hier mal in den ersten rein und dann brettern wir hier durch. Ich habe die Zeit gestoppt, das heißt, diesmal dürfte nicht mal so eine lange Folge bei rumkommen. Es wird auch schon langsam Nacht hier. Dann schauen wir mal, ob wir so halbwegs durchkommen. Jetzt kann man hier auch mal so halbwegs heizen. Genau, Ziel ist ja hier die Tankstelle. Und dann hier runter zum Sägewerk. Schauen wir mal, ob wir dorthin kommen in einer halbwegs brauchbaren Zeit und vor allem, ob uns bis dorthin eh nicht der Kraftstoff ausgeht. Komm, zieh ihn raus hier. Komm. Oh, da drehen die Räder durch. Oh, eine mühselige Partie hier durchs Wasser. So, jetzt gehen wir nochmal hier auf Y. Kann ich die wieder lösen? Ah, hier.
Sonst kommen wir hoffentlich hier weg. So, die erste größere Pfütze haben wir jetzt hinter uns. Dann geht's hier durch, wieder durch so einen kleinen Bach. So, machen wir mal den Motor aus hier. Ja, wir haben noch ein schönes Stück davor. Alter, komm, 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 komm. Vielleicht geht's hier ohne Diff-Sperre ja besser durch. Darf ich nicht durchfahren, Leute? So, hier am Rand mal. Komm, 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 komm. Für eine Minute haben wir noch Sprit, dann ist Ende im Gelände. So, jetzt schauen wir mal hier auf der Karte. Ja, ich weiß halt nicht, wie der Weg hier weitergeht. Also auf jeden Fall nicht mehr weit zur Tankstelle. Wir haben jetzt schon einen ordentlichen Weg hier zurückgelegt. Aber gut, bis dass wir dann unten sind, ist halt auch ein ordentliches Stück hier. Ja. Hinweise. Wo steht der C255? Gut, da sitzen wir gerade drin. Müssen wir mal die Nacht hier überspringen. Okay, nee, so viel Treibstoff haben wir nicht. Scheiße! Wir müssen hier raus. Oder wir sind hier rüber gekommen. Ich habe die Vermutung, dass ich so komplett falsch unterwegs bin.
Wisst ihr was ich sage? Wir stellen mal das Ding hier ab. Jetzt erkundigen wir hier mal. Hier geht's, glaube ich, weiter. Oh, jetzt stecke ich. Gut, wir müssen wenigstens schon mal, wo es weitergeht. Backen jetzt einfach mal hier hin. Licht aus. Motor abstellen. Dann schauen wir nochmal, ob wir irgendwo einen Truck zur Verfügung haben. Kurz mal rausgehen hier. Den haben wir nämlich schon eine ordentliche Distanz schon mal zurückgelegt. Würde ich sagen, den Anhänger lösen wir mal. Bin gerade ein bisschen überfordert, aber ich glaube, das merkt man. Wir hätten, glaube ich, hier nicht den LKW tauschen sollen. Wir folgen jetzt einfach mal an dem Weg, wo wir vorhin schon entlang gefahren sind, und versuchen wir mal den Kollegen hier abzuschleppen. Das geht jetzt sogar mit halbwegs einer Geschwindigkeit hier voran. Die Kamera ist halt immer noch gewöhnungsbedürftig. Hoppala, wo habe ich jetzt hingelenkt? Gut, dann meinte ich vorher, ich müsste eine Abkürzung nehmen.
Komm hoch da. Warum fahre ich hier Idiot zurück? Habe ich mich ja vorher auch mit einer Binde rausgezogen, aber das ist immer leichter, da kommen wir eher raus. Ich dachte, da führt so ein halbwegser Weg hier rüber zur Tankstelle. Was ist da hinten? Da ist was. Fahren wir jetzt noch kurz hin. Also das ist der Beobachtungsturm. Sehr gut, dann haben wir jetzt nämlich hier die Karte. Ah, okay. Dann steht hier der andere LKW. Ja, genau, hier geht der Weg runter. Das stimmt schon. Bin ich? Hier muss ich rüber. Wo ist der nächste Beobachtungsturm? Hier vorne. Sehr gut, da ist wieder eine Holzverladestation. Zu der möchte ich aber nicht hin. Ich möchte nämlich hier zum C225. Naja, ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine weitere Empfehlung super. Das nächste Mal versuchen wir hier irgendwie das Ding zur Tankstelle zu bringen. Und ja, ich bin jetzt an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.